Weißt du was, Spätzchen? Wir machen es uns ohne die schön. Du hast Geburtstag. Mein Geburtstag ist scheiße. Kai, nicht fluchen. Ist doch so. Wir gehen lecker Pizza essen. Nur wir drei, das wird lustig. Und danach gehen wir auf den Weihnachtsrummel. Ach, ja, auf den Weihnachtsrummel. Und ich verspreche dir, wir probieren jedes Fahrgeschäft und jede Spielbude. Wir stürzen uns in die ganzen Bakterien und Keime. Aber egal, du hast Geburtstag. Und dann... Essen wir Eis? Oh, Eis, natürlich. Oh Mann, klar. Ja, ganz viel Eis. So viel du willst. Das wird ein fantastischer Abend. Hol deine Jacke. Okay. Los. Ja, ich beeil mich. Tut mir leid, ich... Hey. Es wird nicht immer so sein. Versprochen? Ja, versprochen. Komm her. Sie sollte mich doch anrufen, wenn sie aufwacht. Nach einem Monat künstlich verunfallt, weil ich die auf Knopfdruck einfach auf. Die Kugel hat zwar ihr Gehirn verfehlt, aber ich schwöre, dass sie... Aber sie wird wieder gesund. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Als sie anfing, sich zu erinnern, hat sie... Wir mussten sie fixieren und ruhig stellen. Mrs. North? Ich bin Detective Stan Carmichael. Detective. Ich warte schon lange darauf, mit Ihnen sprechen zu können. Mein aufrichtiges Beileid. Verzeihen Sie, dass ich Sie so überfalle, aber wir haben drei Verdächtige in Untersuchungshaft, die wir morgen entlassen müssen. Detective, es ist wirklich zu früh. Ich kann reden. Moment, Sie hören nicht zu. Helfen Sie mir doch. Sie sind der Staatsanwalt. Bitte unternehmen Sie was. Ich habe diese Tabletten gar nicht genommen. Das Gericht ist nach dieser vorläufigen Anhörung der Auffassung, dass die Beweislage nicht ausreichend ist, um eine Jury zu der Schlussfolgerung kommen zu lassen, dass der Staat seiner Beweispflicht nachgekommen ist. Ich sehe keine Grundlage für die Eröffnung eines Hauptverfahrens. Es nicht gewesen sein. Diese Männer haben meine Familie umgebracht. Mrs. North, Sie Nein, können die, gehen. Sie haben meine Familie umgebracht. Sie dürfen Dieser jetzt Kerl war gehen, bei mir zu Mrs. Hause. North. Nein, ich bin noch nicht Sie fertig. Können... Setz dich hin. Gib mir deine Brieftasche. Okay. Nicht vom Fleck rühren, bitte. Na schön. Wen haben wir hier? Brian Hartley, 1214 Harlow Street. Mach den Mund auf, Brian. Das ist einer der Momente, die dein Leben verändern. Schenkst du mir deine Aufmerksamkeit? Du gehst jetzt mit deinem Jungen Weihnachtsgeschenke kaufen und bereitest ihm die Freude seines Lebens. Werd erwachsen und sei der Vater, den er verdient. Hast du das kapiert? Ja. Sag es. Ich hab's kapiert. Schwörst du's? Ich schwör's. 1214 Harlow Street. Ich werde dich nie vergessen, Brian. Thank you.
Es ist Nummer 5. Nummer 5 vortreten. Ab für nächste Gruppe. Nummer 3. Nummer 3 vortreten. Das ist der. Nummer 4. Ja, ich bin sicher. Sie sind ein Nachrichtenteam, kommen Sie her. Sie besitzen ein Handy und können das Ganze filmen. Kommen Sie her. Und wenn Sie das LAPD sind, hier steigt die Party und ich bleibe, wo ich bin. Kommt und holt mich. Ich bin Riley North, ich bin in Skid Row, Echo Olympic und St. Julian. Ja, mein Standort! Du bist ja eine richtige Augenweide heute Morgen. Vielen Dank fürs Kommen. Ich war schon immer ein großer Anhänger von Schönheitsschlaf. Tipp vom Profi. Besser, du wartest noch mit der Einbalsamierung, bis du tot bist. Wow. Das ist mal was Neues. Bleib stehen! Scheiße, wer bist du? Was willst du? Was ich will? Ich will Gerechtigkeit. Mein Engel hat Liebe im Herzen, Schnee in den Augen und Pfefferminz im Blut. Happy Birthday, Kleine. Das ist er. Vielleicht war es ein Irrtum. Nummer 3, Nummer 5, Nummer 4. Die Beweislage ist für die Eröffnung eines Hauptverfahrens nicht ausreichend. Riley North ist vor 5 Jahren einfach verschwunden. Komplett untergetaucht. Und was hat sie in diesen 5 Jahren gemacht? Trainiert. Heute vor 5 Jahren wurde ihre Familie ermordet. Sie ist wieder da. Die Kriminalität in dieser Gegend geht nicht zufällig zurück, sondern ihretwegen. Findet sie. Wenn einem alles genommen wird, wird man ein anderer Mensch. Sie wird in den sozialen Netzwerken gefeiert. Du bist allein und unterlegen. Was soll das eigentlich werden? Ich krieg euch alle. Und alles Weitere lasse ich auf mich zukommen.